Du kannst deutlich bessere Kundenergebnisse liefern und Kunden besser und länger halten, wenn du das Onboarding besser machst. Und wie das optimale Onboarding ausschaut, gerade im Bereich Recruiting, das zeige ich dir ganz ausführlich in diesem Video. Du bekommst sogar ein Onboarding-Skript mit an die Hand, was du dir runterladen kannst oder für dich benutzen kannst. Und deswegen starten wir am besten direkt rein. Mein Name ist Alexander Heeg und ich habe die Firma Agentur Consulting von 0 auf Millionen Umsätze in 2 Jahren gebracht und unter anderem da natürlich auch ziemlich viele Onboardings geführt. Und deswegen folgt mir einfach mal auf meinem Bildschirm, dass wir uns das Onboarding ganz genau anschauen. Bevor wir da reinstarten, einfach nochmal als Info, warum ist ein Onboarding überhaupt wichtig, beziehungsweise warum brauchst du ein Onboarding-Skript? Das Onboarding entscheidet maßgeblich darüber, wie die Kunden dich wahrnehmen. Denn wenn du die Erwartungshaltung im Onboarding schon richtig setzt, dann hast du eine extrem gute Chance, die Kunden lange zu halten und quasi eine sehr gute Zusammenarbeit mit denen zu setzen, weil du gibst am Ende die Regeln vor. Kunden, die keine Erwartungshaltung von dir vorgegeben bekommen haben als Agentur, als Freelancer, dann machen die einfach irgendwas so. Sei es jetzt in der Kommunikation oder in quasi in wie viel Revision sie anfordern und so weiter. Das heißt, Kunden machen, was sie wollen, außer du sagst ihnen ganz genau, was sie machen sollen. Und du bist der Dienstleister, du gibst die Regeln an. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Mindset grundsätzlich. Das heißt, Kunden werden zufriedener, obwohl du weniger arbeiten musst und du hast quasi viel weniger Stress. So, und quasi bist nicht auf WhatsApp um 3 Uhr nachts mit irgendwelchen Sprachnachrichten genervt, sondern hast quasi eine sehr gute Zusammenarbeit. Grundsätzlich, wenn du das Onboarding geil machst. Und ich muss bei mir zugeben, bei meiner eigenen Agentur habe ich es oft nicht gut gemacht. Und deswegen habe ich aus all diesen Fehlern, auch von über 500 anderen Agenturen, die wir mittlerweile betreut haben, gelernt und dementsprechend ein Onboarding-Skript für dich gebaut. Denn, was auch noch wichtig zu wissen ist, du kannst später ganz, ganz viel automatisieren. So, wenn Leute irgendwie sich das Onboarding-Formular ausfüllen, dass du irgendwie im Projektmanagement-Tool schon mal die richtigen Sachen anlegst und so weiter und so fort. Aber das ist alles nicht der Key. So, der Key ist, dass du quasi die Informationen erstmal so rüberbringst, gerade wenn du als Freelancer bei ungefähr, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Umsatz im Monat stehst oder dahin kommen willst, selbst wenn du bei 20.000 im Monat stehst, brauchst du noch keinen perfekten Onboarding-Funnel. Später hundertprozentig. Später brauchst du quasi einen sehr, sehr guten Onboarding-Funnel, der alles sehr gut connectet. Wenn man sich einträgt, dann wird das Projektmanagement-Tool eingerichtet, dann wird die Buchhaltung informiert, dann werden gewisse Sachen angelegt und so weiter und so fort. Macht mega Sinn, sehr, sehr wichtig. Das soll aber jetzt gar nicht Teil des Videos sein. Da habe ich auch nochmal schon mal ein Video zu gemacht. Findest du auch unterhalb dieses Videos, beziehungsweise wenn du auf meinem Kanal noch Onboarding-Funnel suchst. Hier geht es wirklich darum, was sagst du und warum sagst du es und wie gestaltest du das Onboarding optimal. Und da schauen wir mal auf meinen Bildschirm und da hier nochmal kurz Übersicht. Also der Kunde gibt am Anfang die Bestellung ab, also quasi beauftragt dich. Das ist meistens entweder, wenn er einen Vertrag unterschreibt oder die AGBs plus dein Angebot unterschreibt. Je nachdem, also ob du Vertrag oder Angebot und AGBs hast, eins von den beiden Möglichkeiten. So, und dann wird noch im Verkaufsgespräch oder im Entscheidungscall, also wenn du quasi Verkaufsgespräch und er sagt, ich muss eine Nacht drüber schlafen und dann sagst du, okay, passt, lass uns ein Follow-up-Gespräch vereinbaren. Also in diesem Follow-up-Gespräch oder im Verkaufsgespräch machst du einen Kick-off-Termin direkt und dann bekommt der Kunde am Anfang manuell, später automatisiert, sobald der Kick-off-Termin vereinbart wurde, also in Calendly quasi, wenn der vereinbart wurde, ist dort direkt der Link da drin zum Onboarding-Funnel. Und im Onboarding-Funnel füllt der Kunde eben das entsprechende Formular aus. Wie so ein Onboarding-Funnel aussieht, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Onboarding-Funnel eingibst, findest du das? Das ist ein 30-Minuten-Video, was genau erklärt, wie so ein Onboarding-Funnel auszusehen hat. Das füllt der Kunde bitte aus. Und dann quasi schaust du dir das, die Onboarding-Unterlagen im Kick-Off-Meeting an, besprichst das, stellst Rückfragen und dann geht ihr quasi noch auf gewisse Punkte einfach tiefer ein, wenn es denn sein sollte, dass ihr quasi tiefer darauf eingehen müsst. Zum Beispiel Termine vereinbaren fürs Fotoshooting, gerade im Recruiting oder irgendwie Termine mit Mitarbeitern ausmachen, um nochmal die USPs der Firma noch besser zu verstehen und so weiter. Das sind alles nice Sachen. Aber kommen wir hier quasi zum Onboarding selbst. Wie ich schon eben gesagt habe, die Erwartungshaltung zu managen ist das Wichtigste im Onboarding. Halte dich daher quasi an dieses Skript
und später drehe ein Video dazu in deinem Onboarding-Funnel. Das brauchst du aber am Anfang auf jeden Fall noch nicht. Denn, also, warum ein Skript? Dass du einfach die Sachen nicht vergisst. Du kannst auch später noch eine Checkliste hinzufügen mit Sachen, die du auf jeden Fall machen musst, aber auf jeden Fall dieses Skript, denn du musst quasi auch die Überleitung schaffen von Marketing zu Sales. Also wenn die Leute sagen quasi, du hast sehr geile Case Studies mittlerweile wahrscheinlich auf deiner Webseite und so weiter, wenn du schon ein bisschen bestehst als Agentur, dann musst du halt diese Überleitung schaffen von, hey, es ist zwar geil, was die anderen erreicht haben, aber das haben die nur erreicht, weil wir lange und langfristig und partnerschaftlich mit denen zusammenarbeiten. Also du musst immer, das ist auch ein wichtiger Punkt, immer quasi die ganze Zusammenarbeit danach framen, schon von Anfang an, dass du mit deinen Kunden langfristig und partnerschaftlich zusammenarbeitest. Warum willst du das framen? Du willst, am Ende ist eine Agentur, die beste Agentur ist die Agentur, die die meisten oder die besten Kunden am längsten hält. Nicht unbedingt die meisten Kunden. Das heißt, du willst eine hohe Qualität an Kunden und mit denen ewig zusammenarbeiten. Du willst gar nicht diese Vertriebsmaschine sein, die ständig neue Kunden akquirieren muss, sondern du willst einfach eine ergebnisproduzierende Maschine sein, die ständig geile Kundenergebnisse produziert und ewig mit Kunden zusammenarbeitet. Und gerade im Recruiting ist das gar nicht so leicht, weil wenn du gute Kundenergebnisse lieferst bei einer Firma, die zu klein ist, dann springt die ab, weil die ja quasi die guten Kundenergebnisse hat und sprich die Mitarbeiter gefunden hat und die Stelle nicht mehr besetzt ist, die Stelle nicht mehr offen ist. Das heißt, aber trotzdem, wir framen immer die langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Du willst immer quasi, dass Leute unterbewusst schon merken, hey, mit der Person arbeite ich einfach oder mit der Firma arbeite ich einfach ewig zusammen. Dann quasi, ja, musst du erklären, hey, zum Beispiel in 3 Wochen wurden x Fachkräfte eingestellt. Ja, aber wir hatten trotzdem auch viel Vorlaufzeit und haben quasi gewisse Employer Branding Maßnahmen gemacht, damit diese Ergebnisse so gut wurden. Und das ist dann quasi der Switch zwischen Sales und Onboarding. Und es ist voll okay, dass du am Anfang, lieber Kunde, frustriert sein wirst, weil du viel Zeit auch ins Onboarding steckst und erstmal Geld und Facebook erstmal Geld abbucht und das mega random ist, weil nichts passiert, so, du bekommst einfach die Traumbewerber nicht, die du dir wünschst. Wenn du dann mal Bewerber bekommst, was in den ersten 4 Wochen sogar relativ unwahrscheinlich ist, dann sind das noch nicht mal geile Bewerber. So, okay, aber es ist völlig normal, es ist voll okay, da bist du völlig on track, also diese emotionale Reise auch vom Kunden darzustellen, von hey, es ist auch mal okay, dass du abgefuckt sein wirst, weil Facebook Geld abbucht und quasi noch nichts passiert, aber es ist genau der Prozess. So, wir testen einfach gewisse Sachen und wenn die funktionieren, dann geht es eben auch wieder hoch. Und dann kannst du auch mal so eine Grafik zum Beispiel zeigen, so, du musst einfach hier durchgehen, um hier hochzukommen. So, das ist einfach so. Zweiter Punkt quasi neben der Erwartungshaltung generell, Facebook Business Manager. Der wird in 1 von 5 Fällen gesperrt, weil Facebook je nach Historie quasi einfach gewisse Sicherheitsmaßnahmen hat. Das ist völlig normal. So, wenn das passiert, dann haben wir einfach einen ganz klaren Prozess für unsere Kunden, wie das Ganze passiert. Und auch da wieder, du nimmst dem Kunden einfach die Angst, dass wenn der Facebook-Account gesperrt ist, dass das was Schlimmes ist. Weil wenn der Facebook-Account jetzt gesperrt wird, tatsächlich, das Facebook-Account, das gehst du ja auch mit ihm im Onboarding-Call durch. Also du gehst dieses Skript durch und richtest mit ihm danach aber auch den Facebook Business Manager ein. Die meisten haben ja noch nicht mal ein Facebook-Profil. Das heißt, das musst du erstmal mit denen zusammen einrichten und dann eben den Business Manager anlegen. Und das ist ja sehr, sehr wahrscheinlich, dass das gesperrt wird. Aber du kannst sogar mittlerweile sagen, so in 1 von 3 Fällen wird er gesperrt. Und dann wird er tatsächlich gesperrt und die Kunden sagen dann nicht so, boah, wie random, wie scheiße, sondern auch perfekt, dieser Experte hat das ja vorhergesehen, dass er gesperrt wird und hat aber natürlich schon die richtige Maßnahme direkt oder die richtige Lösung direkt im Hinterkopf. So. Und so funktioniert das Ganze quasi, dass du eine sehr, sehr geile Erwartungshaltung einfach schaffst. Thema, ne, wir sind komplett normal und wir haben auf jeden Fall einen super klaren Einrichtungsprozess, wie wir das Ganze machen. Dann Thema Video-Fotomaterial. Du wirst vielleicht frustriert sein, weil das Video-Fotomaterial was nicht passt, was du uns zusendest und wir schon da Kritik haben und so weiter. Auch das ist voll normal. Wir machen ja eher den Drehtag und nehmen alle Materialien auf. So kriegen wir alles hin. Kommunikationsregeln für eine gute Partnerschaft auch sehr, sehr wichtig. Stelle Fragen. Es ist schwer, das zu glauben, was man nicht versteht. Wende dich jedes Mal an deinen Account-Manager. Schalte Emotionen aus. Sei offen für neue Ideen, sei aktiv, schreibe uns nur über E-Mail, WhatsApp und so weiter können und werden wir nicht beachten, da wir auf gute Kundenergebnisse fokussiert sind und quasi keinen Bock auf oder keine Zeit für Sprachnachrichten haben. Und halte Termine ein, bzw. sag sie schriftlich ab, falls du nicht wahrnehmen kannst. Und
ja, das wären so, sag ich mal, die wichtigsten Sachen der Kommunikation. Und man kann sogar noch hinzufügen, wie schnell man in der Regel antwortet, sodass man sagt, hey, wir versuchen innerhalb von 48 Stunden zu antworten, kann aber manchmal auch länger dauern, weil auch dann ist so, wenn ihr innerhalb von 24 Stunden antwortet, ist es mega krass. Aber wenn ihr es von vornherein schon sagt, dass es länger dauern wird, weißt du, dann ihr baut euch einfach selbst so einen Puffer auf und schafft einfach selbst die Regeln, was einfach extrem wertvoll ist. Und dann, was ich eben schon gesagt habe, Partnerschaft auf jeden Fall erwähnen, Erklärung, wie man dann die Agentur zum Business Manager hinzufügt und wie man das Onboarding-Formular selbst ausfüllt, falls sie es noch nicht gemacht haben oder falls die Erklärung im Formular selbst nicht gut ist. Und genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und mit diesem Skript, mit dieser Vorlage wirst du extrem gute Onboardings haben und extrem gut mit den Kunden arbeiten. Das heißt, trau dich, das wirklich zu machen, weil die meisten verstehen das logisch, trauen sich aber nicht, das umzusetzen. Und das ist wiederum traurig dann für die Freelancer und Agenturen, weil dann die Kunden auf die Nase rumtanzen und machen, was sie wollen und das dann wieder einfach frustrierend für dich ist und dein Tagesgeschäft zur Hölle macht. Von daher, bitte setz es um. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei den nächsten Videos hier auf dem Kanal. Bis dahin, dein Alex.